Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal wieder eine Straßenumfrage. Vielleicht kennt ihr die beiden Jungs, und zwar, es geht um diesen folgenden Artikel hier. Deutsche Städte verbieten geile Leila. Okay, wir sind aber hier im grünen Bereich, ne? So, wo wird was verboten? Leila wird verboten? Ja, und zwar in Würzburg wurde Leila verboten, und zwar, weil es als sexistisch eingestuft wurde, und in Düsseldorf auch. Und heute werden wir die Leute fragen, was die hier in Frankfurt dazu sagen. Deine Mutter, ich f*** deine Vater. Und zwar geht es um dieses Lied hier. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Leila. Das sind die Jungs, die haben gerade einen absoluten Erfolgshit. Das ist zum Beispiel, das gab es noch nie in einem deutschen Partyschlager. Das ist ein Partyschlager, auf die Nummer 1 geht, ist jetzt schon die dritte Woche hintereinander. Und wenn jetzt aktuell das Video gerade hochgeladen wird oder wenn es gerade online ist, seid ihr schon 4 Wochen auf Platz 1. Servus, mein Name ist Schürze. Michael Müller, der richtige Name, 31 Jahre alt, und es hat sich sehr, sehr viel für mich verändert, seit ich auf der 1 bin, aber alles ins Positive. Was hat sich verändert? Wirklich, ich kann mich nur wiederholen, einfach unglaublich ist es, und tatsächlich ist es völlig irre und völlig surreal, was da momentan passiert. So richtig im Kopf kommen wir, glaube ich, beide nicht mehr hinterher, weder Schürze noch ich, und einfach danke an alle da draußen. Wir gehen jetzt einfach mal hier schön auf die Zeil, wir sind hier in Frankfurt, Frankfurt am Main, und fragen mal die Leute, ist Leila, also gehört Leila verboten? Sollte man es nicht mehr spielen? Und vor allem, ist es sexistisch? Ist doch Verarschung, oder? Also ich, echt? Okay, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Was sagst du dazu? Ist das sexistisch? Ja, also ich meine, wenn du die Deutschrap anguckst, so, da sind Sachen dabei, wo man sagen würde, okay, schwierig, aber nee. Viel Spaß euch noch und schönen Tag. Haut rein, Dankeschön, ne? Er gibt die Faust, Digga. Ich habe es in den Nachrichten gesehen und musste echt lachen, weil wir sind Kinder der 80er, wir sind mit Falco und Genie groß geworden, also Nummern, glaube ich. Ja. Ganz andere Nummern, also insofern. So viele andere Probleme, also dieser eine Song kann Schwachsinn. Das sind die Leute, die nichts Besseres zu tun haben und über alles sich aufregen. Geile Leila soll verboten werden, ist heute Schlagzeile in der Bildzeitung. Du kommst aus Würzburg. Ja, beziehungsweise ich studiere in Würzburg, ja. Okay, und dann habe ich mal eine Frage so, ist für dich dieser Song, jetzt mal ernsthaft, findest dann du deshalb verboten werden. Dann kann ja alles verboten werden, was mit Malle zu tun hat. Und das ist einer der geilsten Lieder, die rauskommen sind, ist so. Dankeschön. Ja. Das heißt, du warst in Würzburg auf einer. Du wirst die ganze Zeit gebrüllt. Die haben das Lied nicht gespielt, jeder hat es gebrüllt, durchgehend die ganze Zeit. Und außerdem, wenn man es verbietet, wird es noch mehr gesungen. Das ist so. Ja. Alles klar. Ich muss wirklich weiter. Ne? Ja. Danke. Ja, so, ne, oder? Auf dem Würzburger Volksfest wird es trotzdem gesungen. Checkst du was? Das ist wie wenn die Mama dir was Kleines verbietet als Kind. Was machst du? Ja, wenn du größer bist, das Doppelte. Ich verstehe schon den Hype gerade um den Song, aber überall steht ja Diskriminierung und alles. Aber ich finde nicht. Also, ich finde es Blödsinn. Also, das Lied ist schon gehypt, aber ich gehe mal davon aus, hängt ja von den Namen, oder? Leila. Also ich denke mal nicht, dass wenn das Lied einen anderen Namen hätte, dass das so jetzt gehypt wäre. Das ist meine Meinung. Da könnt ihr auch direkt alle Rap-Songs und alle Ballermann-Songs direkt verbieten, oder? Genau, also man sagt ja, Schlager wird ja langsam zu Rap. Also du sagst totaler Quatsch. Totaler Quatsch, bin ich voll der Meinung. Danke dir. Viel Erfolg euch weiter. Ach, die Leila, ja. Die sind doch bescheuert. Muss ganz ehrlich sagen, da hört es doch auf. Mir stinkt sowieso alles hier, aber das überschreitet alle. Ehrenwort jetzt, ne? Auf Volksfesten wird das gerade verboten in Würzburg überall. Es wird gesagt, dass das sexistisch wäre. Finde ich in keinem Fall. Ehrlich, ne, wenn zu mir einer sagt, das dicke Äpfel, gut, finde ich nicht sexistisch. Nee, ist in Ordnung. Ja, ist so. Deutschland ist gleich mittlerweile viel zu klein. Ja, sind auf einer Ebene, die kann man nicht mehr vertreten. Okay. Also wissen Sie Bescheid, was ich von Leila halte. Alles gut, tschüss. Das ist die Antwort. Deutsche Städte verbieten gerade geile Leila in Deutschland. Der soll ja verboten sein aktuell, weil er angeblich sexistisch sein soll. Kennt ihr den Song? Ja. Findet ihr das gerechtfertigt, dass er verboten werden soll? Ist das sexistisch? Also ich finde, natürlich kommen manche so sexistische Äußerungen vielleicht vor, aber das würde ich sagen, ist eigentlich ist in bei jedem Lied, ja genau, so, was es angeht. Es ist in jedem so Lied so Schlager, ist es Schlager? Es ist Partyschlager. Ja genau, also in den es ist eigentlich kommt es immer vor, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es nur auf das Lied bezogen werden sollte. Fühlt ihr euch als Frau, sage ich mal, komisch, wenn ihr den Song hört? Nein. Findet ihr, dass der Name Leila ins Dreckige gezogen wird, oder findet er, wenn er sagt, wunderschöne Leila, ist es eher was Schönes? Ich finde es nichts negativ gemeint. Ich auch nicht. Weil
Ja, es ist halt, es ist ja nicht auf eine Person, also jetzt genau bezogen, und Leute, die Laila heißen, sollten sich nicht, ja, sollten sich nicht angegriffen fühlen. Wenn du jetzt Laila heißen würdest, oder wenn ihr Laila heißen würdet, würdet ihr euch komisch fühlen? Nö, ich würde es lustig finden. Ja. Ja. Ich finde, der Name hat Ansehen erlangt. Ich finde, Laila ist ein schöner Name. Ja, doch, ich auch. Ich habe einen Puff. Und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Ja. Der Prüfdienst. Hallo. Ja, hallo. In deutschen Städten wird die geile Laila verboten. Der soll sexistisch sein, der Song. Was sagen Sie denn dazu? Das finde ich nicht. Ich finde ihn geil. Ich finde es übertrieben. Also, ich meine, die machen nur Stimmung. Den Leuten gefällt es, warum nicht? Jeder hat seine eigene Meinung, aber verbieten finde ich scheiße. Warum macht Deutschland sowas? Warum müssen die so kleinig sein? Die haben keine eigenen Probleme. Oder keine anderen Probleme. Genau. Definitiv, ja. Kann jeder spielen, was er für richtig hält. Muss jeder selber wissen. Es gibt auf jeden Fall wichtigere Dinge, um die man sich kümmern sollte. Sehen wir auch so. Ja, finde ich genau. Ja. Was ist das heute hier für eine Party? Das ist ab heute bis einschließlich Sonntag der CSD. Hier in Frankfurt. Ach, hier ist der CSD, Mensch. Da wird aber leider aber auch gespielt, denke ich mal, oder? Schauen wir mal. Und meine Puffmama heißt Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Laila ist Eric Clapton. Also ich habe fürs HR-Fernsehen gestern einen Bericht über Laila gemacht, über das Lied. Irgendeiner von euch ist Robin, der andere ist Schürze, glaube ich, ne? Also ich finde immer, jeder darf selber entscheiden, welche Musik er hören möchte. Und ich finde auch, ein DJ sollte auch selber entscheiden sollen, dürfen, welche Musik er spielen mag. Ne? Ja. Und ich sage jetzt mal ganz im Ernst, wenn wir hier ein Fass aufmachen, weil ich kenne euren Liedtext, ne? Und schaut euch mal jeden zweiten oder mehr Rap-Song an. Da kannst du jedes Mal eine solche Sexismusdebatte führen, weil da so frauenverachtend und sexistisch getextet wird und beleidigt wird. Wird auch nicht passieren. Jetzt ist hier plötzlich ein Lied, ihr seid auf der 1 in Charts. Wahrscheinlich ist das der Aufhänger, dass darüber diskutiert wird und dann die Leute sich fragen, ja. Nee, also ich finde die Debatte, ich finde es überzogen ein bisschen. Also wir haben andere Probleme, finde ich. Muss ich als Künstler auch sagen, wir haben niemand beleidigt in dem Text, absolut niemand. Und ich finde halt tatsächlich auch, dass, wie das immer geschildert wird, dass wir da die Laila erniedrigen, absolut Quatsch. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da nichts Schlimmes vorkommt. Wir singen die wunderschöne Laila, von dem her. 10 nackte Friseusen mit feuchten. Schöner, jünger, geiler. Findet ihr den Song wirklich sexistisch? Nö. Wir leben doch in Deutschland, ist doch alles locker hier. Jetzt seid ihr live dabei, wie wir mit den echten Sängern von Laila hier auf dem CSD jetzt einfach mal schön zum ersten Mal das Lied anstimmen, ohne dass es verboten wird. Ne? Das ist jetzt geht's hier rund. Die Boys machen das ja klar. Das ist richtig wild, glaub. Wir haben erstmal Werbung. Kann man das zeigen? Ja, ja, klar. Ich habe einen Puff, meine Puffmama heißt Laila. Ich kenn's nicht. Nee. Ist die Nummer 1 in Deutschland, schade. Was seid das an euch an, sage ich euch immer. Werden wir tun. Werden wir tun? Werden wir tun. Müsst ihr euch YouTube Premium holen, da habt ihr keine Werbung mehr. Ja. Findet ihr das sexistisch? Nö, nee. Ist normal, ist ein Lied halt. Es gibt ja auch Leute, die rappen über asoziale Sachen, was am Ende nicht so ist. Also am Ende ist es für mich nur ein Lied. Der Staat hat immer was zu meckern. Wenn es jetzt nicht das ist, dann ist es ein Lied. Wenn es kein Lied ist, dann ist es halt keine Ahnung was. Der Staat hat immer was zu meckern, was erfolgreich ist. Und wir haben auch ganz andere Probleme aktuell, oder? Ja, ja. Ja. Also ganz andere Probleme. Ja. 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 Mein Revier, mein Junge, ich hab ein Geheimnis für dich. Sie ist schöner, jünger, geiler. La, 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 la. Jetzt habt ihr hier ein Bio beim Mund an. Okay, okay, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Dicke Titten und Kartoffelsalat sogar das Lied gibt, also. Also von daher? Von daher. Der sympathische Jungs, lass knacken. Ja, alles klar, Jungs. Dankeschön. Und gönnt euch den Song Laila, ciao. Und jetzt habt ihr hier das Bier in der Hand? Nein, das ist ein Appler, ein Appleboy. Wie sieht's aus, knackt euch jetzt auf oder nicht? Nee, es ist warm. Es ist leider ist es pisswarm, ich kann es nicht trinken. Und wir müssen auch Auto fahren und wir müssen was essen gehen. Ja, stimmt auch noch. Gut. Laila wurde in einige Städte verboten. Ja, ich hab's heute Morgen gehört, in den Nachrichten. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, du kennst den Song, findest du den sexistisch, auch als Frau, oder sagst du, total übertrieben? Nein, ist total übertrieben, finde ich, ja. Der Song ist total cool, er passt zu Malle und ja, finde ich cool. Es ist ein Song und es ist ein total geiler Liedtext und finde ich geil. Findest du, dass der Name Laila dadurch so ein bisschen in den Dreck gezogen wird für die Mädels, die Laila heißen? Das ist so ein Hin und Her, man kann jeden Namen dafür nehmen. Ist eigentlich egal, aber in dem Song selber haben sie ja auch als Mann
verkleidet als Frau, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, ja? Ja, super. Und wir singen ja die wunderschöne Laila. Ja, genau. Ja. Richtig. Ja, das ist ja noch nicht mal eine Beleidigung. Ja. Also man kann sich ja geehrt fühlen, wenn man dann Laila heißt. Ja, so sieht's aus. Ich habe einen Puff. Und diese Puffmama heißt Laila. Sie schöner, jünger, geiler. Deutsche Städte verbieten geile Laila. Der soll genau, hab ich gehört. Warum aber? Ja, der soll sexistisch sein. Du kennst den Song, nicht. Ne? Ja, kenn ich. Jetzt mal deine ehrliche Meinung. Findest du den sexistisch? Nein. Ehrlich jetzt nicht. Das ist ein geiles Song. Ihr habt gut gemacht, Alter. Ehrlich jetzt. Das ist Demokratie, Leute. Demokratie. Machst du Musik hier, kommt Polizei, musst du weg. Ja. Geht schon geil. Aber wirklich gut. Cooler Vibe. Gefällt mir sehr gut. Die haben andere Probleme, weißt du? Ich meine, du machst gute Songs. Darfst du nicht machen, zum Beispiel, weißt du? Aber Rap darfst du machen, wenn du sagst, ich spiele deine Mutter, ich spiele deinen Vater, weißt du, was ich meine? Mhm. Ist so. Ja. Aber das ist ein geiles Song, ehrlich jetzt, gefällt mir. Berlin 1910, Alter. Berlin 1910, ja. Genau das war's. Geht schon. Das kann sein, ja. Ich kenne dich zwar nicht, aber vielleicht kennst du mich. Aber ich muss weitergehen, ich wollte mal los. Sehr, sehr schade, aber hat mich gefreut. Ja. Ja, so ist das jetzt, man kennt sich und dann doch nicht, ne? Ja, richtig. Ganz weirde Situation. Oh no! Das war nicht ich, oder? Das tut mir jetzt leid. Aber we have a style for today's style. It's not style. It's not style. Das ist das Problem bei weißen Hosen. Bei so einer Fliegenattacke wie heutzutage halt ist, da hat man einfach ganz viele Fliegen auf der Hose. Ich war es nicht. Diese Schlagzeile hier, was ihr hier seht, meiner Meinung nach ist es komplett übertrieben und es ist auch wirklich so. Deutschland hat keine anderen Probleme, die regen sich über Sachen auf, wo es keine Probleme gibt, müssen immer irgendwas zu meckern haben. Weißt du, da passieren ganz andere Sachen auf der Welt und wirklich, da haben andere Länder richtige Probleme und wir haben hier Schlagzeilen auf der Titelseite, soll der Song verboten werden oder nicht. Also müsst ihr vielleicht mal ein bisschen selbst über euch drüber nachdenken, ob ihr vielleicht nicht mal lieber zum lachenden Keller geht, weil das, was ihr da sagt, teilweise ist nicht, ja, ist so, es ist halt, kann ja nicht wahr sein, was da teilweise für ein Mist rüberkommt. Ihr habt es ja selbst gesehen, wir haben hier nichts rausgeschnitten oder sonst was, die Leute haben einfach ihre Meinung gesagt und ja, diese Umfrage hat genau das ergeben, dass sie alle den Song einfach feiern und sich gar nicht so viel Gedanken drüber machen, wie es andere drum machen. Macht euch Gedanken über andere Sachen. Das ist meine Meinung. Und meine auch. Ich muss noch lachen wegen der Hose. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Das war mal wieder Straßenumfrage. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was abläuft. Ich muss jetzt auch erstmal hier drauf klarkommen. Die Hose irgendwie gerade sauber bekommen. In diesem Sinne sagen wir... Ich hab'n Puff. Und meine Puffmama heißt Laila.